nach jeder Aufzeichnung vom ZDF-Magazin Royal verteilen wir an unsere ZuschauerInnen hier diese Feedbackbögen. Die werden hinterher ausgefüllt, wie beim Kundenservice von der Sparkasse oder sowas. Weil wir wissen wollen, was können wir besser machen, was müssen wir ein bisschen schlechter machen, was denken die Leute hinter den Kulissen. Und das ist die Rubrik in unserem YouTube-Channel, wo diese Zettel ausgewertet werden. Welcome zur Show mit den Kissen. Die ZDF-Magazin Royal Feedbackbox. Hier, damit wir Sie besser einschätzen können, bitten wir Sie hier, einige Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wer sollte Sie in Ihrem Biopic spielen? Lars Eidinger. Wer möchte von Lars Eidinger in seinem Biopic gespielt werden? Naja. Wie wäre Ihr Rappername? Streetfood 420. Gegenüber Jan Böhmermann empfinden Sie sich als hübscher oder als hässlicher? Sehr deutlich und sehr selbstbewusst wurde hier hübscher angekreuzt. Aber es ist eben ein Service als Showmaster und Entertainer. Ein Gesicht anbieten, mit dem die Leute sich jetzt nicht identifizieren müssen, sondern wo sie sich einfach relativ easy drüber stellen können, damit sich die Menschen besser fühlen. Ich bin ja letztlich Dienstleister. Wohlfühldienstleister. Und man fühlt sich gut, wenn man einen kleinen Wichser da sieht mit seiner verwachsenen Visage, dann ist das eigene Leben nur noch halb so traurig. Was stört Sie? Am ZDF Magazin Royal. Moderator rülpst zu viel bei der Aufzeichnung. Das liegt daran, dass ich gerne kohlensäurehaltige Getränke trinke. Cola, Monster, Gatorade. Und da muss ich öfter mal rülpsen. Das ist mein Markenzeichen. Was stört Sie am ZDF Magazin Royal? Die vibrierenden Stühle. Das kann man vielleicht mal erklären. Unter unserer Tribüne hier im Studio Ehrenfeld sind, ich glaube, die größten Subwoofer, die man noch legal kaufen kann. Die haben wir aus so einem grenznahen Polenmarkt gekauft. Haben auch, glaube ich, kein GS-Siegel und vom TÜV sind die auch nicht abgenommen. Die sind so groß, dass wenn man hier auch nur so, wenn Molto nur so ein bisschen irgendwie am Bass, den Bass in die Hand nimmt, dann wummert das schon so, als würden draußen vom Studio 7 T-Rex darauf warten, das Publikum aufzufressen. Und deswegen vibrieren die Stühle immer. Das wird hier bei Weihnachtsfeiern gerne genutzt im Laufe späteren Abends, um, keine Ahnung, bezahlt von Ihren Rundfunkbeiträgen. Welchen Job würden Sie im ZDF-Magazin Royal übernehmen? Trainer der Belegschaftsmannschaft. Hat unsere Belegschaftsfußballmannschaft eigentlich einen Namen? Unterhaltungsfußball. Unsere Mannschaft heißt Unterhaltungsfußball. Ufussi. Und wir sind ganz gut. Wir haben letztens Kiepenheuer und Witsch platt gemacht, glaube ich, meine ich. Den Verlag, den Kanzlerinnenverlag. Julian Nagelsmann ist gerade in Gesprächen mit unserer Belegschaftsmannschaft. Das ist das Niveau. Also nur mal eben zur Info. Nächster. Wer sollte Sie im Biopic spielen? Sky Dumont. Hm. Wie rum hängen Sie Ihr Klopapier auf? Was Klopapier? Bidet. Ey, das Bidet ist kein Ersatz für Toilettenpapier. Das Bidet, das ist extra installiert worden. Gerade früher hat man das installiert, als im Grunde genommen als Alkoholtest. Wenn man morgens ins Badezimmer kommt und da liegt eine Scheißewurst im Bidet, dann macht man am Abend zu besoffen. Jetzt muss ich über meinen eigenen Witz lachen. Ich weiß doch auch nicht, wofür ein Bidet da ist. Nächster. Feedback, Feedback, Feedback. Wer sollte Sie im Biopic spielen? Aubrey Plaza. Da bin ich auf einmal sehr aufmerksam. Aubrey, hier, weltgrößter Aubrey Plaza-Fan, aber schon seit 10 Jahren. Bevor Leute Aubrey Plaza cool gefunden haben, habe ich Aubrey Plaza schon cool gefunden. Welches Geheimnis wollen Sie hier anonym loswerden? Ich lache manchmal beim Stand-up von Late Night Berlin. Nächster. Wer sollte Sie in Ihrem Biopic spielen? J-Lo. Wie wäre Ihr Rappername? Die Fette. Sind Sie hässlicher oder hübscher als Jan Böhmermann? Hübscher, na klar. Welches Event würden Sie für ein persönliches Meet & Greet mit Jan Böhmermann auf keinen Fall absagen? Böhmis Beerdigung. Wie sieht es denn aus? Ist das nicht auf eine Art ein Meet & Greet oder nur ein Meet? Weil gegreetet wird er ja nicht mehr, also meinerseits nicht mehr bei meiner Beerdigung. Oder ist es gar nicht gemeint, also Böhmis Beerdigung im Sinne von einer Partyveranstaltungsreihe, die ich organisiere und oder ist schon, bin ich gemeint? Aber die coolsten Beerdigungen sind die von Böhmi. Naja. Ich sehe jetzt hier diese Schnipsel gerade drumherum liegen. Ich kann mir vorstellen, dass im Schnitt dieser Rubrik das für große Schwierigkeiten sorgt. Deswegen werde ich die mal eben ordentlich wegräumen. So, mache ich jetzt eben selbst und dann bin ich sofort wieder da und dann sitze ich hier einfach und dann sind die Schnipsel aber alle weg. Alle Schnipsel weg. Und jetzt könnt ihr noch mal zeigen, wie ich die eben selbst eingesammelt habe. Eben bitte als Rückblende. Ja, das nämlich in der Feedbackbox wird auch so ein bisschen mal hinter die Kulissen mal so ein Einblick gewährt, wie das im Fernsehen läuft. Also wie Sachen geschnitten werden. Und das natürlich, wenn ich sage, ich räume die jetzt selber weg, das ist auch wirklich dann passiert.
So, jetzt aber weiter. Kieflaume sieht hübscher aus als ich, weil Haare dicker. Kieflaume hat nämlich also 4 Haare auch nur, genau wie ich, aber die sind sehr dick. Wie so Fühler von, also große, wie so Schwimmnudeln. 4 Stück. Dicke Haare. Schwer zu kämmen, aber gut, wenn man sie hat. Ups, das Kissen runtergefallen. Ich dachte schon, es passiert nie. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Gleich passiert's. Ne, wie in so einer Verwechslungskomödie, wo man genau weiß, einer ist in einem Raum, einer ist im anderen Raum und gleich passiert's. Das war die Spannung die ganze Zeit. Wann passiert was mit den Kissen? Viele Leute haben extra deswegen eingeschaltet. Es ist passiert. Ihr könnt jetzt ausschalten. Und einfach, um noch mal so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, wie das hinter den Kulissen hier abgeht, werde ich mich jetzt live zum Abschluss der Feedbackbox hier entkabeln. Ich muss dazu erstmal aus meinem Rektalbereich hinten so ein sehr kompliziertes technisches Gerät rausziehen. So, okay. So, da haben wir's. Das steckt jetzt richtig tief drin. Das habe ich heute Morgen im Bidet eingeführt. Muss ich immer machen, das ist super anders. Der Max sagt, sonst wird der Ton nicht richtig eingefangen, wenn es nicht richtig tief drin sitzt. Wichtig ist aber, dass die Antenne, immer noch rausguckt. So. Ich denke, wir haben heute alle was gelernt und ich freue mich sehr, wenn wir wieder uns hier sehen in der Show mit den Kissen. Bis bald in der ZDF Magazin Royal Feedbackbox. Ich muss jetzt, habe einen Anschlusstermin. Ich habe beim Chinesen bestellt und muss es eben abholen. Tschüss!